Ich weiß doch auch nicht mehr, wohin damit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Etwas Genuss. Ich hab wirklich, wirklich im Prinzip keinen Platz mehr in meinen Humidoren. Aber so richtig konnte ich es nicht sein lassen. Ich habe mal wieder einen kleinen Zigarreneinkauf getätigt. Habe aber diesmal versucht, das Platzproblem so ein bisschen mit zu berücksichtigen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich würde erstmal sagen, ich fange da an, arbeite mich in die Richtung durch und zeige euch einfach mal, was ich mir bei diesem ungeplanten Einkauf für euch wieder zugelegt habe. Den Anfang macht eine Marke, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Es ist die Marke Mathilde. Es ist die Mathilde Oscura Corona. 8,10 € für den Steak. Wir haben hier Dominikanische Republik, Nicaragua und USA in der Einlage. Wir haben Sumatra im Umblatt und wir haben Mexiko, ein San Andreas Deckblatt als, ja, natürlich als Deckblatt. Es ist eine Oscura, beziehungsweise man könnte auch, also die Serie heißt Oscura, aber die Deckblattart würde man Oscuro nennen. Das ist ja quasi die noch dunklere Stufe einer Maduro, wenn man so möchte. Und dementsprechend wird diese Zigarre auch diese Aromen mitbringen. Ich hatte schon einige Oscuras von Mathilde, aber noch nicht im Corona-Format. Und ich habe sie offen gesagt aus zwei Gründen mitgenommen, weil ich wusste, dass ich sie mag und weil sie ein kleineres Format ist. Das kleinere Format kommt mir aktuell entgegen. Rein vom Rauchspaß her bin ich immer noch bei größeren Formaten, bei Toro, bei Churchill, bei Gordo. Aber ich habe ein Platzproblem und im Winter rauche ich oft, wenn ich draußen spazieren gehe. Aber dann, so ein Spaziergang hat halt auch nur eine begrenzte Dauer und wenn ich mir dann so einen 1,5-2 Stunden Stick anmache bei dem Spaziergang, für den ich mir eine halbe, dreiviertel, vielleicht eine Stunde Zeit nehmen möchte, dann passt das manchmal nicht so ganz. Da kommt mir das Corona-Format sehr entgegen. Ich habe sie bei meinem Händler bei Zigarren bei Don Schein hier in Essen liegen sehen und dachte, du magst die Marke, du magst die Serie, das Format kommt dir entgegen. 8,10 € ist in Ordnung, nimmst du mit. Und sie hat wunderbar schöne dunkle Maduro-Aromen, Kaffee, starke Röstaromen, dunkle Schokolade. Wie gesagt, ich kenne sie schon und freue mich einfach sehr drauf. Mein früheres Standardformat war ein Robusto. Und dann habe ich mir eine Robusto mitgenommen und zwar von der Perdomo Lot 23 Maduro. Das hier ist dann dementsprechend die Perdomo Maduro Lot 3, nee, die Perdomo Lot 23 Maduro Robusto. So rum ist es richtig. 9,20 € für die Robusto. Wir haben eine 100% Nicaragua-Zigarre. Die Marke Perdomo und ich, es ist eine schwierige Beziehung. Ich habe einige Perdomos probiert in meinem Leben. Rein qualitativ haben sie mich immer überzeugt. Sie waren mir oft zu stark vom Nikotingehalt her. Aber gerade die Lot 23 ist in letzter Zeit immer wieder bei uns in der Etwas Genuss-Lounge aufgepoppt. Es ist mir einfach aufgefallen. Und dann habe ich auch die hier bei meinem Zigarrenhändler hier in Essen liegen sehen und dachte, komm, ich nehme sie mal einfach mit. Eine Robusto ist für mich im Moment ja eher eine kleinere Größe. Das war mal früher so meine Standardgröße an Zigarre. Mittlerweile ist das eher so was Kleineres für mich geworden. Ich nehme sie einfach mal mit, unter 10 Euro. Sie wurde oft in der Gruppe erwähnt, es wird oft lobend von ihr gesprochen. Und da lasse ich mich natürlich auch von inspirieren und habe sie mir einfach mal mitgenommen und werde sie vielleicht auch mit bei einem Spaziergang rauchen und werde mal schauen, A, wie ich sie vertrage und B, wie sie so ist, damit ich auch weiß, okay, war so diese Begeisterung, die regelrecht in der Gruppe dafür ausgebrochen ist, war sie gerechtfertigt oder nicht? Ich bin sehr gespannt, ob ich mittlerweile ein anderes Verhältnis zur Marke Perdomo habe, werde es aber herausfinden und euch dann sicherlich auch in der Facebook-Gruppe, auf dem Discord-Server oder in einem Social-Media-Post mitteilen. Eine Marke, die ich schon recht gut kenne, ist die Marke Alec Bradley, aber ich kenne noch nicht alle Serien. Die Magic Toast, die fehlt mir unter anderem noch. Und da habe ich mir die Alec Bradley Magic Toast Chunk mitgenommen. 8,50 € für den kleinen dicken Bollermann, ne? Das ist, ich weiß nicht, wie ihr es nennen wollt. Petit Gordo, Half Gordo. Wir haben 60er Ringmaß. Also, ne, das ist, wir haben schon so einen kleinen dicken Stummel in der Hand, ein 60er Ringmaß. Das ist nochmal, das ist eine Ansage. Das ist halt das, was wir zum Beispiel bei einer Gordo haben. Wir haben einen spannenden Tabakmix. Wir haben Nicaragua und Honduras in der Einlage und Umblatt und Deckblatt sind Honduras. Ich persönlich mag Honduras-Zigarren gerne. Alec Bradley spielt ja immer so ein bisschen damit. Sie machen einiges mit Honduras. Manchmal ist auch ein bisschen Nicaragua im Spiel, wie jetzt hier auch. Aber es ist halt eine überwiegende Honduras-Zigarre und das finde ich schön. Wir haben natürlich eine dunkle Zigarre. Es ist ein Maduro-Deckblatt. Sie riecht wahnsinnig nussig. Leicht schokoladig, leicht cremig und natürlich, und das ist jetzt der Witz daran, es sind natürlich Röstaromen mit drin.
Ich bin extrem gespannt. Die Marke Alec Bradley, ich sage es immer wieder, ist für mich die Marke, die somit die meisten Serien auf den Markt bringt. Wo man auch nicht immer auf den ersten Blick erkennt, dass das jetzt gerade eine Alec Bradley ist. Und von daher bin ich sehr gespannt. Ich habe, wie gesagt, schon einige Alec Bradleys vernichtet aus verschiedensten Serien und bin sehr gespannt, wie sich die Magic Toast schlagen wird. Falls ihr die Magic Toast kennt, falls ihr sie mögt oder vielleicht auch nicht, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Eine Marke bzw. eine Serie, die ich schon recht gut kenne, ist die Oliva Knapp. Eine fehlt mir aber noch und das ist genau diese hier. Das ist die Oliva Knapp Kamerun. Knapp war ja mal eine eigenständige Marke, wurde dann von Oliva gekauft. Und steht halt jetzt, der Knapp ist halt der kleine Stummel sozusagen, ne? Und genau das sollen sie sein. Kleine, dicke Stummel, nicht ganz so, also hier die Alec Bradley Magic Toast Chunk, die hat noch ein etwas höheres Ringmaß, sind aber von der Länge her nahezu vergleichbar. Aber das hier sind halt so, die Knapps sind die kleinen, dicken Stummel. Ich habe die Connecticut geraucht und für gut befunden. Ich habe die Sungrown geraucht, die habe ich sogar für meine Patreons reviewed. Schaut gerne mal auf Patreon vorbei, falls euch das interessiert und auch für gut befunden. Mir gefällt die Maduro sehr. Die vierte im Bunde, die Kamerun, die hat mir noch gefehlt und ich habe sie immer nur selten bei Händlern tatsächlich vor Ort gesehen. Ich habe das Gefühl, dass das in Deutschland nicht die beliebteste der vier ist. Ist aber nur so ein Gefühl, ich habe da keine Zahlen vorliegen. Jetzt habe ich sie aber auch bei meinem Händler vorliegen gesehen und habe gesagt, komm, nehmen Sie mit. Ich möchte jetzt herausfinden, ich möchte dann quasi einmal alle probiert haben. 8,60 Euro. Wir haben eine Nicaragua-Zigarre in der Einlage, auch im Umblatt und wir haben, haha, Kamerun im Deckblatt. Es ist unfassbar, oder? Das hätten wir bei der Knapp Kamerun auf keinen Fall gedacht. Ich bin super gespannt. Ich rauche selten Zigarre mit Kamerun-Deckblättern. Das ist einfach, ich tendiere eher zu Connecticut oder zu Maduro. Also eher recht cremig im Regelfall oder röstig, schokoladig, kaffeelastig, manchmal auch sogar leicht bitter. Und die Welt dazwischen, die Corojos oder die Sungrowns, die Kameruns, das ist eine Welt, die ich eher selten ergründe. Das ist keine Welt, die mich stört, aber mich zieht es halt eher zum einen oder zum anderen. Von daher bin ich hier sehr gespannt. Wir haben eine leicht erdige Note, einen schönen, klaren Fermentationsgeruch, leichtes Leder. Aber alles in allem noch recht zurückhaltend. Ich bin super gespannt, wie mir die Knapp Kamerun am Ende des Tages gefallen wird und freue mich einfach drauf, sie zu rauchen und damit auch mein Wissen über diese Untermarke von Oliva zu vervollständigen. Und am Ende des Tages ist es dann nochmal Kuba geworden. Eine Zigarre, die ich mir neulich schon gekauft habe, die jetzt aber wieder bei meinem Händler lag und ich dachte, komm, ich nehme sie einfach nochmal mit, ist die H. Obmann Magnum 54. Es ist eine der großen klassischen Habanos für 17,60 Euro, eine 100% Kuba-Zigarre. Also ich muss euch jetzt nicht sagen, dass Einlage, Deckblatt, Umblatt alles Kuba ist. Es ist halt eine Habanos aus der klassischen Marke H. Obmann und das hier ist halt wie gesagt die Magnum 54. Ich habe sie schon in meinem Humidor liegen. Zweimal, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ich habe sie jetzt einfach nochmal mitgenommen, weil ich sie jetzt zuletzt zweimal gesehen habe, nämlich jetzt bei meinem letzten Einkauf und bei einem Einkauf davor. Aber ansonsten super, super selten, eigentlich gar nicht. Und da habe ich sie mitgenommen. Kuba ist ja so eine Sache, die ich im Moment auch ein bisschen aufgrund meiner Platzprobleme angehe. Dadurch, dass ich bei Kuba sehr wenig kaufe, dadurch, dass die Preise halt auch astronomisch sind. Ich meine, die ist jetzt, das ist hier eine etwas dickere Robusto und wir sind hier bei fast 18 Euro. Ne? Das ist, das muss man halt auch, das Geld muss man ausgeben wollen. Ich sage nicht, dass sie es nicht wert sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Habanos-Fans drehen mir ansonsten auch den Saft ab. Aber man muss natürlich die Ausgabe tätigen wollen. Das möchte ich damit sagen. Aber dadurch, dass ich auch diese Platzprobleme habe, kaufe ich immer mal wieder jetzt einzelne Habanos-Sticks nach. Und da ist die H. Obmann Magnum 54 jetzt auch wieder dabei gewesen. Wir haben wieder dieses typische Kuba-Aroma. Ich beschreibe es immer gerne als eine Mischung aus Creme und Leder. Ich weiß nicht, ob es die beste Art ist, das zu beschreiben. Aber diese Aromen, die findet man auch in anderen Zigarren, aber die Balance und die Untertöne, die genaue Ausprägung dessen ist sehr Kuba-spezifisch.
Sie riecht holp, sie ist natürlich knüppelfest gepackt, also das hier vorne, man sieht keine einzelnen Tabakblätter mehr. Das sieht aus, das ist eine braune Fläche, wo hier und da mal ein dunkler Sprinkel drin ist und ansonsten ist die knüppelfest gepackt. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, sie zu rauchen. Ich habe, wie gesagt, jetzt noch ein, zwei davon im Humidor. Das müsste jetzt die dritte sein. Und dann wird demnächst mal ordentlich gedampft und die Magnum 54 probiert. Aber eine Kuba kommt selten allein. Und auch diese Zigarre habe ich schon einmal, das weiß ich, die habe ich genau einmal in meinem Humidor. Monte Cristo White Edmundo. 21,20 Euro, natürlich auch ihr 100% kubanischer Tabak. Die White Edmundo habe ich mir vor ein paar Monaten bei meinem Händler in Essen gekauft, da hatte er sie schon mal. Einfach weil ich auch die Monte Cristo gerne komme, halt Monte Cristo Nummer 5. Es kommen auch mal Monte Cristo Nummer 2 oder Nummer 3 ins Land. Aber die White Edmundo, da habe ich immer das Gefühl, die kommt relativ selten im Moment. Und als ich sie dann jetzt die Tage da habe liegen sehen, habe ich auch da gedacht, komm, ich nehme mir einfach noch mal eine zweite mit. Es ist immer schwierig, sich eine ausführliche Meinung zu einer Zigarre aufgrund genau eines Sticks bilden zu können. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und das ist ein Problem, vor dem ich als Reviewer auch immer ein bisschen stehe. Von daher rauche ich gerne von Zigarren mehr als eine. Ich finde jetzt auch nicht, dass es da eine Faustregel gibt. Manche sagen, ja, man muss mindestens eine ganze Kiste geraucht haben. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich finde, man sollte schon 2, 3, 4 Exemplare, vielleicht auch aus verschiedenen Chargen geraucht haben, um das einfach ein bisschen einsortieren zu können. Und dementsprechend freue ich mich auch einfach sehr, dass ich jetzt noch eine zweite White Edmundo am Start habe. Auch hier gilt natürlich das gleiche wie bei der H. Obmann, knüppelfest gerollt hier vorne. Hier sieht man überhaupt nichts mehr. Also keine Ahnung. Also ich persönlich stehe da jetzt nicht besonders drauf. Es gibt ja einige Kuba-Fans, die das tatsächlich mögen, dass die so festgerollt sind. Jedem das seine. Ich bin einfach nur neugierig und freue mich ein bisschen, meine Kuba-Erfahrung ausbauen zu können. Und auch hier haben wir wieder diesen gleichen Geruch. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt und freue mich drauf, jetzt auch nochmal 2 Habanos mehr in meinem Humidor zu haben. Wie sieht das denn bei euch aus? Was habt ihr davon geraucht? Habt ihr im Moment auch Platzprobleme? Seid ihr auch dabei, ein bisschen umzuräumen? Raucht ihr beim Spazierengehen? Raucht ihr eher kleinere Formate oder größere Formate? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder kommt in die Etwas Genuss Lounge, unsere Community, vertreten in Form unserer Facebook-Gruppe und unseres Discord-Servers. Schaut gerne vorbei. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache für den Etwas Genuss Lounge Day. Unser Event am 3. Februar hier in Essen sind noch genau 2 Tickets verfügbar. Das ist Stand jetzt, wo ich dieses Video drehe. Sollte sich die Zahl ändern, werde ich das unten einblenden. Ansonsten sind noch 2 verfügbar. Falls ihr kommen wollt, findet ihr den Link zum Ticketkauf mit allen Informationen zum Event unten verlinkt, würde mich freuen. Es ist, wie gesagt, die Bude ist nahezu voll. 2 Plätze sind noch verfügbar. Es wird ein toller Tag. Wir machen eine Tombola, wo wirklich grandiose Preise verlost werden. Also Accessoires und Merchandise. Wir haben unter anderem Cohiba am Start, Corrida. Wir haben Hemi am Start, Cigar Kings, Aliados. Wir haben Skelton am Start. Da wird was verlost werden. Lass mich nicht lügen, Monte Cristo, Nicaroma, es ist Macanudo, es ist unfassbar viel am Start. Wir werden auch ein Whisky-Tasting kann man dazu buchen, wenn man möchte. Wir werden einen exklusiven Habanos-Verkauf machen, es wird was zu essen geben. Wie gesagt, schaut gerne vorbei, würde mich freuen, wenn ihr auch da beim Etwas Genuss Lounge Day mal vorbeikommt und wir einfach die Chance haben, uns persönlich kennenzulernen. Ihr könnt das Projekt hier natürlich auch noch unterstützen, das wisst ihr aber. Ihr könnt mir Zigarren rumschicken, dann landet ihr auf der Wand der Spendenlegenden. Ihr könnt gerne eine PayPal-Spende dalassen oder unten ein YouTube-Thanks. Oder ihr könnt halt auf Patreon vorbeischauen, da kriegt ihr unter anderem auch exklusive Videos. Die Patreons haben jetzt kürzlich auch erst einen eigenen exklusiven Haul von mir gekriegt. Schaut da gerne doch mal vorbei und unterstützt Etwas Genuss. Ich kann mich an dieser Stelle aber endgültig nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und da unten habe ich euch einfach mal mein letztes Video verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video, garantiert mit Etwas Genuss.